Gottes Licht, es leuchtet. Licht, das alle Angst vertreibt. In der Stille hört sein Wort, es tröstet. Ich bin bei euch jederzeit. Gottes Hand, sie hält uns und lässt uns niemals allein. Gottes Wort sagt, er ist immer für uns, gegen uns kann niemand sein. Hey, ich folge dir, glaub an dich allein, denn du rettest mich. Nur durch Gnade bin ich dein. Hey, ich lieb für dich, für dein Reich allein. Dein Herz schlägt für mich, deine Liebe nimmt mich an. Gottes Sohn kam selbst, um uns zu suchen. Liebevoll bringt er uns heim. Er bezwang das Grab, um uns zu retten. Gnadenvoll wäscht er uns rein. Hey, ich folge dir, glaub an dich allein, denn du rettest mich. Nur durch Gnade bin ich dein. Hey, ich lieb für dich, für dein Reich allein. Dein Herz schlägt für mich, deine Liebe nimmt mich an. Noch Leben kann uns jemals von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod noch Leben kann uns jemals von der Liebe Gottes trennen. Glaub an dich allein, denn du rettest mich. Nur durch Gnade bin ich dein. Hey, ich folge dir. Glaub an dich allein, denn du rettest mich. Nur durch Gnade bin ich dein. Hey, ich lieb für dich, für dein Reich allein. Dein Herz schlägt für mich. Deine Liebe nimmt mich an. Mein lieber Hirte sorgt für mich, weil seine Güte bei mir bleibt. Denn ich bin sein, es fehlt mir nichts, und er ist mein in Ewigkeit. Und er ist mein in
Zu frischen Quellen führt er mich und meine Seele wäscht er rein. Auf grünen Wiesen weide ich, mein wundes Herz wird bei ihm heil. Mein wundes Herz wird bei ihm heil. So oft ging ich den falschen Weg, doch er ließ mich niemals allein. Auf seine Schultern sanft gelegt, trug er mich voller Freude heim. Trug er mich voller Freude heim. Im dunklen Tal fürcht ich mich nicht, denn du bist bei mir alle Zeit. Dein Stock und Stab, sie trösten mich. Dein Kreuz führt mich zur Herrlichkeit. Dein Kreuz führt mich zur Herrlichkeit. Deine Güte bei mir bleibt. Mein Herr, mit allem preis ich dich, in deinem Haus in Ewigkeit, in deinem Haus in Ewigkeit, in deinem Haus in Ewigkeit. Erbarmen. Du rettest uns aus Dunkelheit, um uns nah zu sein in deinem Reich. Nur bei dir finden wir Frieden, kostbare ewige Liebe. In deinem Tod sind wir vereint, mit dir leben wir in Ewigkeit.
dich an, wir beten dich an. Herzlich willkommen bei Sonntag um 4 an einem weiteren Sonntag in der Diaspora. Ich hoffe, ein Ende ist in Sicht. Immerhin dürfen wir ab nächste Woche mit 15 Personen Gottesdienst feiern. Das ist schon ein Grund zur großen Freude. Ja, einiges ist seltsam an diesem Gottesdienst. Eine Sache an diesem Sonntag ist der Name dieses Sonntags. Er heißt nämlich Quasimodogeniti. Er hat nichts mit Quasimodo, dem Glöckner von Notre Dame, zu tun, sondern es sind die ersten drei Worte eines Bibelverses aus dem zweiten Petrusbrief. Dem ersten Petrusbrief. Sie kommen aus Kapitel 2, Vers 2, und dort heißt es: Verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch wachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist der Vers, auf den Quasimodogeniti verweist. Und hier heißt es, dass Ostern einen ganz bestimmten Geschmack hat. Als erstes denkt man beim Geschmack von Ostern vielleicht an Eier und Hasen aus Schokolade. Aber hier heißt es, dass wir an Ostern schmecken, dass der Herr freundlich ist. Und wie viel besser ist es, dass wir diesen Geschmack an Ostern so besonders genießen dürfen. An Ostern schmecken wir, wie freundlich Gott zu uns in Jesus Christus ist. Die Eier und Hasen, die haben wahrscheinlich schon lange das Zeitliche gesegnet. Aber nächstes Mal, wenn du ein Stück Schokolade genießt, warum denkst du nicht daran, dass Gott in Jesus Christus freundlich zu uns ist? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass wir an Ostern deine große Freundlichkeit erkennen dürfen, dass du Sünde und Tod besiegt hast, damit wir ohne Furcht und stattdessen voller Freude vor dich kommen dürfen, durch Jesus Christus und im Vertrauen auf ihn. Danke, dass du uns mit Zuversicht und Hoffnung füllst, Hoffnung auf ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit dir. Stärke du uns heute und nun in diesem Gottesdienst, in dieser Hoffnung, damit wir voller Kraft in diese Woche hineingehen. Durch Jesus, unseren Herrn. Amen. Von Ostern handelt auch unser erstes Lied. Es heißt: Er ist erstanden. Halleluja. Thank you.
Wir lesen nun Psalm 116. In ihm klingt noch einmal die Auferstehung von Jesus Christus an Ostern an. Sie ist ja die große Bestätigung, dass unser Herr Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und dass er tatsächlich Sünde und Tod am Kreuz besiegt hat. Aber ich denke, auch wir werden uns direkt in diesem Psalm wiederfinden können und Zuversicht daraus schöpfen, dass wir mit Jesus gerettet sind. Und so lasst uns ihm mit diesem Psalm von neuem unser Leben anbefehlen und lasst uns an Ostern denken. Psalm 160, Verse 1 bis 9. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme und mein Flehen. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen und Ängste des Totenreichs hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief den Namen des Herrn an. O Herr, rette meine Seele! Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Wenn ich unterliege, dann hilft er mir. Sei nun wieder ruhig, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele aus dem Tod gerissen, mein Auge von Tränen befreit, meinen Fuß vor dem Gleiten bewahrt. Ich werde vor dem Herrn leben im Land der Lebendigen. Wie gut ist die Nachricht von Ostersonntag, dass Jesus den Tod besiegt hat und nicht nur für sich selbst besiegt hat, sondern auch für uns. Auch wir dürfen ewig vor dem Herrn leben, im Land der Lebendigen. Und schon jetzt leben wir deshalb nicht voller Furcht, sondern voller Zuversicht und voller Freude, weil wir durch den auferstandenen Herrn Jesus vor Gott kommen und ihn als liebevollen Vater kennenlernen dürfen. Deshalb wollen wir nun auch ehrlich sein vor Gott. Lasst uns vor ihm bekennen, dass wir in der letzten Woche nicht ohne Sünde gelebt haben, dass wir oft nicht so gelebt haben, wie es Gottes Plan für unsere Gemeinschaft mit ihm und miteinander entspricht. Lasst uns also gemeinsam mit dem Sündenbekenntnis vor Gott kommen und ihn von Neuem um Vergebung und auch um Veränderung bitten. Wir beten gemeinsam. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir vor dir schuldig geworden sind durch das, was wir gedacht, gesagt und getan haben und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unsere Nächsten nicht wie uns selbst geliebt. Wir bereuen unsere Schuld und bekennen sie demütig vor dir. Barmherziger Vater, um deines Sohnes, Jesu Christi, willen, der für uns starb, sei uns gnädig und vergib uns unsere Schuld, dass wir voller Freude nach deinem Willen leben und deinem Namen Ehre bringen. Amen. In Reaktion auf unser Sündenbekenntnis und in der Gewissheit, dass Gott all jenen ihre Schuld vergibt, die sie aufrichtig bereuen, und die im Glauben an Jesus Christus um Vergebung bitten. In dieser Zuversicht singen wir nun das nächste Lied, Welch ein großer, starker Retter bist du. Elsa hat es besonders für die Kinder aufgenommen, zu Hause bei ihren Eltern. Aber natürlich sind wir alle herzlich eingeladen, kräftig mitzusingen. Oh,
Die Lesung von heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, Verse 25 bis 30. Matthäus, Kapitel 11, Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben vom Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ja, bei uns war es ja tatsächlich ein ziemlich emotionaler Moment, als jetzt die Tage die Nachricht rauskam und durchsickerte, dass wieder gemeinsame Gottesdienste möglich werden. Wir freuen uns wirklich riesig, euch wieder zu sehen. Ostern war ja da sehr herausfordernd, dass wir das nicht mal zusammen feiern durften. Das ist echt erleichternd und wir haben es mit großem Aufatmen aufgenommen, jetzt wieder zusammen Gottesdienst feiern zu können. Es gibt nach wie vor einige Unsicherheiten, aber in all den Unsicherheiten und den Schwächen der letzten Wochen bin ich doch recht zuversichtlich, dass Gottes Gemeinde gerade wirklich gestärkt wird und gut aus dieser Zeit hervorgeht. Es ist eine Zeit des kollektiven Umbruchs, wie es vielleicht ähnlicherweise zuletzt zu Wendezeiten gab. Was meine ich damit? Ich glaube, vor der Wende hat man gesehen, es gab einen großen Mangel und es entstand Stück für Stück neue Hoffnung. Man hat wahrgenommen, dass Kirchen zusammengerückt sind. Es gab Gebetsketten, Gebetsgemeinschaften. Einer meiner Kollegen ist in dieser Zeit Christ geworden. Und auch jetzt höre ich, wie Menschen in diesen Tagen über Gott neu nachdenken, überlegen, Christen zu werden. Ich erlebe, wie aus Mangel heraus eine Hoffnung entsteht und wie Christen das Evangelium teilen können, wo vorher gar kein Raum war. Und dieser Livestream ist gerade ein Ausdruck davon. Und ich sehe auch, wie Kirchen wieder zusammenrücken und wo Gebetsketten jetzt entstehen, wo große Gemeinschaften im Gebet zusammenkommen. Und uns allen gilt diese Zusage Jesu: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lasst uns beten. Vater, wir kommen vor dich mit ganz grundlegenden Fragen aus unserem Leben. Bitte hilf uns damit, wo wir auch gerade stehen. Hilf uns, mit der allgemeinen Unruhe zurechtzukommen. Und hilf uns jetzt konkret Ruhe zu finden bei dir, wenn wir in deinem Wort lesen. Durch deinen Sohn Jesus, unseren Herrn. Amen. Ja, schon der erste Vorgeschmack unseres heutigen Bibeltextes spricht von Erquickung. Und damit wir diese Erquickung nicht von mir bekommen, sondern aus Gottes Wort heraus, wäre es tatsächlich auch ein bisschen hilfreich, den Text später mitlesen zu können. Und vielleicht ist jemand von uns so lieb, den Text aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30 nach der Luther 2017, einfach mit in den Chatverlauf unten rechts am Bild reinzustellen, dann können wir gleich miteinander den Text auch Vers für Vers miteinander lesen, uns an Gottes Wort erfreuen, auch wenn vielleicht
der Text aus dem Bild selbst ausgeblendet wird und du nicht gerade im Vollbildmodus steckst. Genau. Ich warte einen kleinen Moment, falls du gerade noch hektisch nach deiner Bibel suchen willst. Der Rest kann schon aufschlagen in Matthäus 11, 25 bis 30. Ich will unseren Abschnitt heute bewusst thematisch ordnen und anhand von drei Fragen beleuchten. Der Hintergrund, der ist einfach der, dass es gerade vielen Menschen, wie gesagt, so geht, dass sie anfangen, über Gott nachzudenken, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass sie nach der Bibel fragen. Aber wenn wir ihn mitten in ihrem Mangel und in ihrem Leiden entlang kurzer und vertrauter Bibeltexte Antworten geben können auf das Leiden und die grundlegenden Fragen über Gott, dann stärkt das unser aller Vertrauen in Gottes Wort. Und wir staunen über Jesus. Und das ist mein bescheidenes Ziel. Also hier die drei Fragen. Erstens, warum sollte ich jetzt nach Gott suchen? Zweitens, warum Jesus? Und drittens, was bringt es mir denn, Christ zu sein? Warum Gott? Warum Jesus? Was bringt's? Schauen wir uns die erste Frage an. Warum sollte ich jetzt nach Gott suchen? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erstmal zunächst wissen, wer überhaupt diese Frage stellt. Denn wir haben ja alle gelernt, Menschen sind sehr unterschiedlich. Jesus hingegen erkennt eine Gemeinsamkeit, die wir vorab ein bisschen ansehen wollen, die für alle Menschen gleichermaßen gilt. Sie soll unser Anknüpfungspunkt sein. Wie ist der Mensch? Jesus spricht in Vers 28 davon, dass wir mühselig und beladen sind. Und dank Corona fällt es den meisten von uns vielleicht gar nicht so schwer, das nachvollziehen zu können, mühselig und beladen zu sein. Viele Unternehmer fahren große Verluste gerade ein. Entscheidungsträger leiden unter hohem Druck und Schlaflosigkeit. Singles sehen sich nach liebevoller Gemeinschaft und leiden darunter, dass die sozialen Kontakte gerade wegbrechen und stark reduziert sind. Und Paare haben vielleicht diese Gemeinschaft, stellen aber auch bloß fest, dieses liebevolle Miteinander, das kommt nicht von selbst. Und Eltern merken, wie abhängig sie doch eigentlich sind von einer funktionierenden Kinderbetreuung. Das alles sind Beschreibungen, die Jesus in Vers 28 davon sprechen lassen, dass wir alle mühselig und beladen sind. Und es ist ein sehr liebevoller Ausdruck. Es drückt aus, ich kenne euer Leiden. Ich leide mit euch. Es ist nicht gut. Es enthält aber zugleich auch eine weitere Anspielung aus den Anfängen der Menschheit, die ausdrückt, ich kenne auch den Grund für eure Leiden. Es ist eure Sünde. Denn schon Adam und Eva wollten so sein wie Gott, der Herr selbst. Und beide bekommen gesagt, dass der Versuch, selbst Herr sein zu wollen über ihr eigenes Leben, eben genau diese Mühsal zur Folge haben wird. Der Feind Gottes sagt also, wollt ihr wie Gott der Herr sein? Und während Gott daneben steht, haben wir alle geantwortet, ja, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das, die Corona-Krise gemeinsam zu meistern. Ja, wir schaffen das mit unserer Technik, mit unseren Wissenschaftlern, mit unseren Medizinern. Ja, wir schaffen das, unsere Beziehungen gut miteinander zu gestalten. Aber viele Menschen denken, dass Gott dafür überhaupt gar nicht nötig ist. Und ich habe ja selbst lange so gelebt. Und deswegen ist Jesus überhaupt nicht überrascht. Er ist nicht überrascht, dass wir mühselig und beladen sind von den Folgen unserer Gottlosigkeit. Und dennoch spricht Jesus Menschen, die mühselig und beladen sind, als Leidende an und nicht als gottlose Sünder. Jesus ist höflich. Also nochmal,
warum sollte ich jetzt Gott suchen? Jesu Antwort können wir aus seinem Lobpreis ab Vers 25 schlussfolgern. Dort heißt es: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Wir sollten Gott jetzt suchen, weil er Vater ist und Herr des Himmels und der Erde. Er ist der Einzige, der das Leiden der Welt vollständig kennt und uns nicht nur einen Grund für dieses Leiden nennen will, sondern auch eine tröstliche Perspektive aufzeigen kann. Eine Perspektive, die nicht in Selbstbetrug oder Flucht besteht. Und diese tröstliche Perspektive, sie liegt in der Botschaft, die Weisen und Klugen verborgen und Unmündigen offenbart ist. In der Unterscheidung dieser zwei Personengruppen zeigt sich, dass zwischen dem Trost von Gott auf der einen Seite und uns auf der anderen Seite ein Hindernis besteht. In der Unterscheidung dieser zwei Personengruppen ist es nicht etwa die Intelligenz, die das Zentrum bildet. Denn unmündige Kinder sind offensichtlich nicht generell dumm. Jede liebevolle Mutter kann uns das zumindest in ihren guten Stunden bezeugen. Sondern vielmehr jeder von uns war als Kind hilfsbedürftig und abhängig von liebevoller Fürsorge. Der hingegen, der von sich denkt, weise und klug zu sein, der meint sich lösen zu können von der Kraft und Hilfe eines anderen, weil er ja selbst der Starke sein will, der Herr der Situation. Das Hindernis auf der Suche nach Gott ist die schon angesprochene Sünde, hier in Form meines Stolzes. Mein Stolz zu sagen, ein Herr brauche ich nicht. Und wo der Stolz gegenüber Gott seinen Gipfel findet, dort ist das Kreuz. Hier kann ich sagen, Herr, ich habe mich überschätzt. Jetzt sollst du mein Herr sein. Vergib mir meine Sünde und mein Stolz. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Oder ich kann sagen, Herr der Situation bin ich. Von Sünde weiß ich nichts und Rettung brauche ich nicht. Paulus drückt das in 1. Korinther 1 so aus. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Hier sind die Weisen und die Unmündigen unseres Textes und ihre vollkommen unterschiedlichen Blickwinkel auf Gott. Die einen sind blind für Sünde, die anderen erkennen gerade durch die Verkündigung, dass Gott der Vater seinen Sohn zu unserer Rettung ans Kreuz genagelt hat, sich selbst. Die einen hören die Botschaft und finden einen leidenden, schwachen Gott lächerlich und unrelevant, obwohl sie selbst leiden. Und die anderen begegnen Gott gerade in ihrem Leiden, in ihrer Schwäche und finden Gottes Kraft und Trost und ewiges Leben. Warum sollte ich Gott suchen? Weil die Mühsal, die Last dieser Welt mich zu meinem Schöpfer treibt. Dem Herrn, der mir den Grund für das Leiden nennt, dass ich Herr über mein Leben sein will, um ein von Gott unabhängiges Leben zu führen. Dem Herrn,
der in seiner Kraft meine und unser aller Sünde am Kreuz bezahlt hat und mich und dich einlädt, ein von ihm abhängiges Leben zu führen. Zweitens, warum muss es denn Jesus sein? Warum Jesus? Das ist zugleich die Frage, woher ich denn wissen kann, ob der christliche Gott wirklich Gott ist. Zumal dieser ja selbst behauptet, dass wir ihn von uns selbst nicht erkennen können, weil wir uns selbst zum Herrn über unser Leben erklärt haben. Lesen wir dazu weiter, ab Vers 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem der Vater und wem der Sohn es offenbaren will. Wir lesen hier von zwei Wahrheiten, für Kopf und fürs Herz. Warum muss es denn Jesus sein? Weil Gott der Vater, der Herr des Himmels und der Erde, seinem Sohn alles übergeben hat. Er entscheidet damit auch über Leben und Tod und er ist derjenige, dem wir am Ende Rechenschaft abgeben müssen. Im Text lesen wir aber vor allem auch, dass der Herr Jesus uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Denn nur Vater und Sohn kennen einander wirklich. Und wer nicht von Jesus gesagt bekommt, wie Gott der Vater ist, der kann es nicht erfahren. Jemand, der also nach Gott suchen will und nicht nach Jesus sucht, der kann Gott nicht finden. Reicht uns diese Wahrheit allein? Nein, wir müssen einfach wissen, was für ein Herr ist das, dem ich da mein Leben anvertrauen soll. Er muss schließlich mein Leben gut, am besten managen. Besser, als ich selbst hinkriegen könnte. Er muss nicht nur in Zeiten von Corona, er muss immer mein Halt sein, in jeder Lebenssituation. Ich muss wissen, dass er der beste Herrscher ist, aber noch viel mehr, dass er mich persönlich lieb hat und es gut mit mir meint. Erfüllt Jesus das? Nehmen wir ruhig wieder die Bibel mit in die Hand. Was betont Jesus in Vers 27? Was ich sehe, das ist eine kurze Verkündigung der Herrschaftsübergabe. Jesu Betonung aber liegt auf der Beziehung zwischen Vater und Sohn. In Jesus sehen wir einen Herrscher, der sich weder über sich selbst noch über seine Herrschaft definiert. Jesus definiert sich über den Vater, über seinen Vater. Sie sind eins in perfekter Harmonie. Und wir sehen noch etwas anderes zum Ende von Vers 27. Wir sehen einen Herrscher, der sich offenbaren will, der da sein will. Für wen? Für die Mühseligen und die Beladenen. Für die Leidenden, die sich in ihrer Sünde von ihm selbst abgewandt haben. Für dich und für mich, die wir ihn als Herrn abgesetzt haben. Und für diese Menschen, für dich und für mich, steigt dieser Herrscher von seinem Thron runter, um sich selbst eins zu machen mit dem Leiden dieser Welt. Er stirbt freiwillig am Kreuz und bezahlt die Schuld aller Menschen. Er zwingt sich in allem dabei überhaupt nicht als Herrscher auf, sondern er dient uns in unaussprechlicher Liebe. Was für ein Herr! Was für ein Herr! Ich könnte mir keinen besseren ausdenken, dem ich mich lieber unterordnen würde. Und ich brauche es auch nicht, es ist völlig unnötig. Jesus genügt. Die Freude daran lässt sich aber sicherlich noch steigern, wenn wir ab Vers 28 miteinander lesen, was es uns bringt, Christ zu sein. Dort heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.
So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was bringt es mir, Christ zu sein? Alles. Es bringt mir einen sanftmütigen und demütigen Herrn, der mir gibt, was ich mir selbst nicht erarbeiten könnte, noch es je zurückzahlen könnte. Er gibt mir Erquickung und Ruhe für meine Seele, mitten in meinem Leiden und in meiner Sünde gegen Gott. Er nimmt sich den Folgen der Sünde an, und zwar in zwei Richtungen. Meinem Leiden aus irdischer Perspektive und meinem Leiden aus der himmlischen, geistlichen Perspektive. Jesus wischt dabei die Schuld nicht einfach weg, lässt Gras drüber wachsen, sondern er bezahlt für sie. Und nur deswegen können wir Gemeinschaft wieder mit Gott, dem Vater, haben. Nur deswegen brauchen Christen die Folgen der Sünde nicht mehr zu fürchten. Nur deswegen brauchen Christen die Folgen der Sünde nicht mehr zu fürchten. Ich muss mich nicht fürchten vor dem Tod, weil ich leben werde in Christus, weil ich mit ihm auferstehen werde in Ewigkeit. Ich muss mich nicht fürchten vor Corona, weil ich mit meinem Jesus den Sieg davontragen werde. Ich muss mich nicht fürchten vor Einsamkeit, weil Gott mir in Jesus nahe ist. Ich muss mich nicht fürchten vor fehlender Liebe, weil Jesus mich liebt. Ich muss mich nicht fürchten vor Orientierungslosigkeit, weil Jesus meine Hoffnung und mein Weg ist. Ich muss mich nicht fürchten, dass ich nicht genug bin als Vater und Mutter, als Ehemann oder Ehefrau, als Freund oder Freundin, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, weil Jesus mir beisteht und er mir nicht gegeben hat den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darum, um Jesu Willen, lasst uns doch zu ihm kommen. Lasst uns von ihm lernen, unser Joch aufnehmen. Sein Joch ist doch keine zusätzliche Belastung. Es ist sanft und leicht, weil Gott uns keinen Geist der Knechtschaft gibt, sondern einen Geist der Kindschaft, dass wir uns an dem Papa erfreuen, an ihm erfreuen, weil wir uns freiwillig Gott, unserem Herrn, unserem Vater, unterstellen, zur Verfügung stellen, dem Herrn, der für uns sorgt, aus Liebe. Das heißt jetzt nicht, dass ein Leben als Christ leicht wäre. Die Sünde ist weiterhin in der Welt und wir leiden auch weiterhin. Aber der Geist der Angst und der Furcht, er ist gebrochen. Denn Jesus lebt, er ist auferstanden, das Grab ist leer. Er ist unsere Hoffnung und unsere Kraft, unsere Rettung in aller Not. Warum sollten wir denn das Geschenk bitte schön zurückweisen? Ein Leben im Lernen von Jesus ablehnen? Warum sollten wir weiterhin auf uns schauen, ständig pendelnd einerseits zwischen schlechtem Gewissen, ob wir alles genug machen, und andererseits im Stolz, wie toll wir doch alles machen, wie toll wir doch eigentlich sind? Das ist völlig unnötig. Und kann es vielleicht sein, dass du und ich uns zu stark an unserem eigenen Selbstbild dabei orientieren? Und dass gerade deshalb die Auswirkungen von Corona so anstrengend für uns sind? Ich meine, bist du der, der mäßige Noten hat, ein schlechtes Selbstbewusstsein, ständig ängstlich und unsicher, einfach langsamer, erfolgloser, nicht so schön, weniger heilig, nicht so fröhlich wie die anderen? Oder bist du der, der gute Noten hat, ein starkes Selbstbewusstsein,
eine souveräne Führungspersönlichkeit, überdurchschnittlich fromm, ein erfolgreiches Arbeitstier im Homeoffice. Beide Sichtweisen bringen uns gar nicht weiter. Völlig unnötig. Definieren wir uns doch lieber wie Jesus, nicht über uns selbst, über unsere Rolle, über unsere Herrschaft, sondern über den, der Herr in unserem Leben ist. Nehmen wir es an, dass wir mühselige und beladene Sünder sind, die den Tod verdient hätten, die den Tod verdient haben, aber nehmen wir auch an, dass wir gerettete, geliebte Kinder sein können, wenn wir Jesus, den Herrn in unserem Leben, sein lassen. Dann können wir alle Zeit quicklebendig Ruhe bei Gott finden. Wir können daher einfach zusammen festhalten, Corona ist eine wunderbare Möglichkeit, mal auszumisten in unserem Leben, sterben zu lassen, wo wir uns an falschen Sicherheiten und Bildern von uns selbst festgehalten haben. Was haben wir denn zu verlieren? Unsere Selbstkontrolle? Jetzt schenkt Gott neue Erkenntnis. Und er will guter Herr und Hirte sein. Jetzt will ich von ihm lernen. Jetzt will ich lernen, in meiner Not zu ihm zu kommen und seinen guten Plan anzunehmen. Hinfallen, aufstehen, weiter geht's. Das, was jedes Kind und jedes Kind Gottes nach einem Sturz lernen muss. Gott schnürt uns doch nicht hier irgendwie Bleischuhe an die Füße und stellt sich mit einer Stoppuhr daneben. Nein, er hält uns die Arme auf, um uns zu trösten. Uns, die wir mühselig und beladen sind. Er hält uns, bis das Schluchzen langsam vorbei ist und wir ruhig werden bei ihm. Er ist der gute Herr, der uns liebt. Also auf Gott fallen, mit Christus aufstehen und weitergehen in seiner Kraft. Also, was bringt es mir, Christ zu sein? Oh, alles! Gott nimmt mich an als sein Kind, er liebt mich, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und obwohl ich die dunklen Täler kenne, fürchte ich mich nicht, denn Jesus ist mit mir. Halleluja! Lasst uns beten. Jesus, wir bringen dir alle Ehre, weil sie dir gehört und nicht uns. Inmitten der Corona-Unruhe loben wir dich als Herrn des Himmels und der Erde. Wir sind dankbar, wie reich du uns beschenkt hast und wie reich du uns beschenken willst. Und wir bekennen dir unsere Schuld und bringen dir unser Leiden. Und wir vertrauen dir, dass du uns erquickst und zur Ruhe führst. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Danke. Amen.
Unsere Fürbitte heute ist in 5 Bereiche gegliedert. Am Ende eines jeden Bereiches möchte ich euch einladen auf mein Herr, erbarme dich mit und erhöre unser Gebet zu antworten. Dank an unseren Schöpfer. Lieber Vater im Himmel, mit unserem Herzen, unserem Mund und unseren Händen danken wir dir für die guten Gaben deiner Schöpfung, für den Sonnenschein, der nach dem Regen kommt, für das frische Grün in den Zweigen im Frühling, für Familie und Freundschaft, für die Fähigkeit, Liebe zu empfangen und zu geben. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns Kraft gegeben hast, heute zusammenzukommen. Wir danken dir, dass du uns Ohren gegeben hast, um deine Worte zu hören. Wir danken dir für offene Herzen, dein Wort zu empfangen. Lass uns gestärkt in deine sich stetig verändernde Welt hinausziehen, denn Stärkung durch dich benötigen wir. Herr, erbarme dich, o unser Gebet. Wir bitten unser Land und unsere Stadt. Herr, du hast uns so geschaffen, dass wir einander Freude haben, mit unseren Nachbarn zu sprechen, unseren Freunden zu lachen und mit den Kindern über die Wiese zu toben. Ist uns so wichtig, wie frei atmen zu können. Doch wir müssen jetzt voneinander Abstand halten. Wir verstehen das Warum, leicht fällt es uns trotzdem nicht. Uns treibt die Sorge, ob wir gesund bleiben, ob wir eine Corona-Erkrankung heil überstehen, ob die Firma in 2 Monaten noch existiert und ob wir noch Arbeit haben, um unsere Familie zu ernähren. Die Unsicherheit lässt uns manchmal aus Sorge, Angst und aus Angst Verzweiflung werden. Herr, wir Christen glauben, du bist der, der in Kontrolle ist. Zu dir können wir mit unseren Bitten kommen. Wir flehen dich an, Herr. Vertreibe Sorge, Angst und Verzweiflung aus dem Herzen. Schenke allen Menschen, ob in Verantwortung für andere oder in Verantwortung für sich selbst, Weisheit, Geduld und Nachsicht.
Hilf unseren Verantwortlichen in der Regierung, im Bund, im Land Sachsen und in unserer Stadt Leipzig, die richtigen Entscheidungen nach deinem Plan zu treffen. Herr, erbarme dich und erhöre unser Gebet. Wir beten für unsere Kinder und Jugendlichen. Unsere Kinder sind deine Zukunft, Herr. Sie sind ein Ausdruck deines Segens für uns. Wir möchten dir danken, dass du unsere Schulkinder bewahrst. Sie erfahren gerade, wie es ist, allein zu Hause zu lernen. Für die einen ist die Flut der Aufgaben nicht zu bewältigen und dem anderen kann der nächste Lernstoff nicht schnell genug kommen. Eltern versuchen dabei, ihre Aufgaben auf Arbeit und denen daheim gerecht zu werden. Was immer auch an Höhen und Tiefen für jeden dabei ist. Herr, hilf uns, dass wir unsere Kinder bedingungslos lieben. Bitte hilf auch den Lehrern, ihre Schüler und deren Eltern beim Homeschooling gut zu unterstützen. Zeige Wege auf, neue Formen des Lernens umzusetzen. Zeige, dass du bei all den Unwägbarkeiten diese Woche der bist, der in Kontrolle ist. Herr, erbarme dich und erhöre unser Gebet. Wir beten für Andrea und Robin in der Mission. Gein ist ein Hilfswerk. Dies organisiert Hilfen für Moria, dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Andrea Wegner und Robin Zagai werden durch uns unterstützt. Andrea arbeitet im Lager vor Ort und Robin koordiniert die Logistik. Die Zustände vor Ort sind chaotisch. Corona hat das Camp erreicht. Herr, wir möchten dir danken, dass du Andrea in der Zeit des Ausbruchs von Gewalt auf Lesbos bewahrt hast. Wir wollen dir danken, dass beide wieder arbeiten dürfen. Wir danken dir und preisen dich für deinen Beistand. Die Menschen, die versucht haben, in Moria Zuflucht zu finden, brauchen deinen Schutz. Wir flehen dich an, die Zustände im Lager zu verbessern. Bitte hilf den Entscheidenden, Lösungen zu finden, auf dass die Menschen aus dem Lager wieder eine Heimat finden. Herr, du kannst jeden Krieg beenden. Kein Mensch muss fliehen, wenn er unter deinem Flügel Schutz findet. Herr, erbarme dich. Höre unser Gebet. Wir bitten Gottes Beistand für unsere Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns. Herr, wir danken dir, dass du uns Wege aufgezeigt hast, dass wir trotz Ausgangsbeschränkung Gottesdienst feiern dürfen. Wir danken dir für all die klugen Köpfe in unserer Gemeinde, die sich den technischen Schwierigkeiten gestellt und sie überwunden haben. Wir danken dir für unsere Ältesten, die verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Wir danken dir für all die Ehrenamtlichen hinter der Kamera, die diese Aufzeichnung möglich machen. Wir danken dir für alle die, die es uns ermöglichen, auch außerhalb des Gottesdienstes über Videokonferenz oder Telefon miteinander in Kontakt zu sein. Auch wenn all die elektronischen Gewege kein Ersatz für ein persönliches Gespräch sind, wir können uns miteinander austauschen. Wir sind nicht allein. Unser Gott spricht, rufe mich an in der Not. So will ich dich erhören, so sollst du mich preisen. Lieber Vater, danke, dass wir vor dir unser Haus, unser Herz ausschütten dürfen. Wir bitten dich um die Aufnahme unseres Gebetes im Namen deines Sohnes, Jesu Christi. Amen. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich euch noch einige Mitteilungen mit auf den virtuellen Weg geben. Tim Hopcraft von Campus Connect hat mich gebeten, euch auf die Hochschultage von Campus und S&D aufmerksam zu machen. Der Termin hat sich verändert. Die Hochschultage finden nun vom 27. April bis 1. Mai jeweils online statt. Jeden Abend um 19 Uhr wird es einen Livestream geben mit einem Vortrag, der etwa 20 bis 25 Minuten dauert. Und danach eine 20- bis 25-minütige Frage und Antwort.
Zeit, bei der die Zuschauer dann ihre Fragen schicken können. Die Vorträge werden von Referenten des Zacharias-Instituts gehalten, ein renommiertes Institut, das sicherlich viele von unseren fragwürdigen Fragen beantworten kann. Abschließend soll es dann auch die Möglichkeit geben, sich online in kleiner Runde, also nach Orten aufgeteilt, zum Austausch zu treffen und sich über Follow-up-Möglichkeiten zu informieren. Aber man kann sich auch einfach die kurzen Vorträge zu einem bestimmten Thema anhören, die jeweils um 19 Uhr stattfinden. Außerdem ein Update von unserer Missionspartnerin Robin Sagai. Wie viele von euch wissen, arbeitet sie für die christliche Hilfsorganisation GAIN, die auch das große Flüchtlingscamp auf Lesbos mitversorgt. In ihrem letzten Rundbrief hat sie von dem großen Bedarf an Unterwäsche geschrieben und vor allem dem Mangel an Windeln. Deshalb lautet ihr aktueller Aufruf im Rundbrief Pampers für Lesbos. Und ihr könnt dazu spenden, wenn ihr daran Interesse habt. Dann wendet euch doch bitte direkt an Robin oder wenn das nicht möglich sein sollte, schreibt doch an das Gemeindebüro und die können euch dann in die richtige Richtung verweisen. Dann noch eine letzte Mitteilung, sie bezieht sich auf unsere eigenen Gottesdienste. Wie schon erwähnt, dürfen in Sachsen ab dieser Woche wieder Gottesdienste stattfinden. Und wie ihr vielleicht auch gehört habt, darf das mit maximal 15 Personen stattfinden. Im Laufe der Woche werdet ihr deshalb mehr darüber erfahren, wie wir im deutschen Gottesdienst mit diesem Kontingent umgehen werden, wie wir das handhaben werden, ist ja keine ganz einfache Frage. Und deshalb möchte ich euch auch ermutigen, falls ihr im Moment noch keine E-Mails von der Gemeinde erhaltet, aber welche erhalten möchte, dann wendet euch doch bitte an mich oder direkt an das Gemeindebüro. Die E-Mail-Kontakte findet ihr auf unserer Webseite. Nun will ich euch noch den Segen des Herrn zusprechen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Und so geht im Frieden des Herrn in diese Woche. Amen. Lasst uns nun noch unser Lied zum Abschluss singen. Es heißt Jesus, du bist Herr. Wo der Er uns Menschen gleich wird.
Hallo, herzliche Grüße an euch alle. Ich bin jetzt in Bad Düben in der Reha, versuche Stückchen für Stückchen meine Kraft wieder zu gewinnen. Ja, Gott hat mich wirklich gerettet und das ist ein Wunder. Danke für all eure Gebete. Tschüss.